habe Fleisch Brauchst du noch Fleisch? Mal sehen. Ich bräuchte welches. Ich habe jetzt nämlich keins mehr. Weiß zwar jetzt nicht, wo ihr seid, aber... Okay, wir sind am Zähmen. Wir sind am Zähmen und der hat 27 Mal Fleisch. Er isst zähmbar durch Quitschimüti und er ist Level 3. Oh, das ist ein Ding. Was? Gleich gehört uns ein Krokodil. LOL! Ich gehe mal mit meinem Hexenwesen in die Luft. So. Und werde gucken, ob ich irgendwo ein Sarko-Sattel sehe. Also Fleisch ist jetzt genug drin. Ja. Jetzt gucke ich mal, ob ich einen Sarko-Sattel schon bauen kann. Oh, ich habe ihn gezähmt. Sarko. Schnappi! Schnappi. Sarko-Sattel, Level 50, kann ich lernen, habe ich gelernt. Ich baue jetzt einen Sarko-Sattel gleich dazu. Nennen, aber egal. Du hättest einen Schnappi nennen sollen. Also für den Sattel, ne? K-R-Ko. Nur, dass du das mal wisst, um den zu bauen, brauche ich Kupferbarren 15 und Chitin 35 Mal. Haben wir nicht dabei, habe ich alles in der Hütte. Das heißt, der muss jetzt hinterherlaufen. Wie bitte? Den kannst du benutzen. Ich sag jetzt mal so, ich würde mal die Aggression auf von neutral weg. Was machst du da? Nichts hab ich gemacht, bleib stehen. Papa, was macht denn der jetzt? Wo war's? Nein, ist sie nicht? Papa, Flugmaschine, also deine Flugmaschine ist auf aggressiv. Du kannst damit nicht umgehen. Weil die Geistheit gerade da unten haufenweise Dinos. Wo ist der? Wo ist denn der? Wo ist meine Flugmaschine? Nicht mir folgen. Aber kannst du irgendwie einstellen, dass... Wo ist denn meine Flugmaschine? Wo ist denn der? Unten in der Höhle. In welcher Höhle? Der vor dir. Hier unten, wo ich hinfliege. Da kannst du nicht einfach von deinem Besen absteigen, auf die Flugmaschine draufsteigen und die hier hochholen wieder. Kann ich probieren, aber wenn ich drauf gehe, ist deine Schuld. Du fliegst mit deinem Besen dahin. Ja, und dann musst du aufpassen, dass mein Kroko nicht auch da reinfällt. Na, das machst du gerade schon, dass er da reinfällt. Nee, jetzt hängt dir das. Nein. Denk da fest, kannst du das irgendwie mal aktivieren? Oh, nein. Alter. Ich kann das Folgen deaktivieren, dann kommt er aber nicht mit zu uns nach Hause. Jetzt ist er echt darin gefallen. Nein. Kroko. Ah. Das darf nicht wahr sein. Jetzt gehst du mal. Okay. Du bist das Problem, ja. Du. Teleportieren. Du Krampe, du. So. Was hat denn... wurde getötet. Ja. Das war nämlich das Problem. Hattest du einen Raptor? Neutral. Und dann... Warte, passiv mache ich den jetzt. Der Raptor war das Problem. Wegen des Raptors ist der hier reingegangen. Der wurde angegriffen von dem. Nicht mein Flieger war auf aggressiv. Sondern nee. Die wurden von dem Raptor angegriffen. Ich habe den da reingelockt. Ich wollte den zurückmachen. Da ist der ausgerutscht und reingefallen. Hast du super gemacht. Okay, wir haben jetzt da unten das Dino drin, das Krokodil. Und wir können das nachher tracken. Das heißt, ich muss einen Sattel dafür bauen, dann können wir den hierher holen. Das nächste Krokodil! Oh Mann! Level 22! Warte, pass auf, ich setze meinen Petri ab. Passt du auf meinen Petri auf, sonst komme ich nämlich nicht mehr nach Hause nachher. Ja, ich probier's. Und wenn schon, dann ja, setzt er dich hier hin. Okay, ich gehe von hier runter und... Oh, ich wurde hier sortiert. Soll ich von der Luft mit dem Petri zugucken? Oder soll ich einfach den hier sitzen lassen und aufpassen? Ich passe einfach auf den hier auf. Vorsicht, ach, kommt du dickes Ei! Oder ein Langhals oder irgendwas. Aber die Langhälse, die sind normalerweise friedlich. Ah, jetzt habe ich den Falschen getroffen. Kannst du bitte wieder Hunger bekommen? Danke.
Wo ist das hin? Da ist ein Wolf gespawnt. Oh, oh. Ah, nein! Nein! Aber da wird gerade, Dazu bist du doch da, nimm dein Schwert in die Hand, Mann! Reite den weg! Das Krokodil ist auch abgehauen. Ich bin in der Höhle geflogen! Reiten! Wofür bezahle ich dich eigentlich? Deine Aufgabe war nur, auf die Maschine aufzupassen! Du hattest einen Auftrag. Dazu hast du ein Schwert von mir bekommen. Littles, jetzt komme ich nicht mehr nach Hause. Ich hab dich vorhin gefragt, ob du ein Hexenwesen willst. Alles gut, ist doch in Ordnung. Ich hole mir einen neuen Flugsaurier. Ist alles gut. Holz. Alle nehmen. Brauchst nicht traurig sein jetzt. Das kann ja passieren. Ja. Das Krokodil hier unten drin ist aber immer noch da. K-R-K-O. Ja. Was heißt denn eigentlich K-R-K-O? Nein, ich wollte Kroko schreiben. Okay. Aber es ist gegangen. Alles gut. Ich lasse erstmal das Kroko wieder raus, indem ich hier oben den Berg ein bisschen abbaue, ne? Ja, ich helfe dir dabei. Müssen wir ein bisschen eine Treppe bauen? Ja, das Problem ist, wenn unsere Viecher zu schwach sind. Wir müssten die irgendwie trainieren vorher, damit die sich wenigstens wehren können. Ja, wirklich, die Treppe ist das jetzt hier zwar nie. Aber... Quitschi? Ja? Ich hätte noch einen Besen für dich, wenn du brauchst. Klingt doch super. Ja. So fett wie der ist, müssen wir wahrscheinlich... Was denn? Das wird die bald klappen. So, pass auf, warte, das geht, so, das geht. Jetzt hier? Mein Inventar ist voll. Warte, das klappt gleich, warte. Wie, dein Inventar ist voll, wie geht das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Warte mal kurz, ich geh mal kurz den Sattel für den Petri holen. Der muss doch noch hier drin sein, oder? Yep. So, ich hab den Sattel mitgenommen. Das ist sehr gut, warte. Dann hole ich mir gleich einen neuen. Jetzt ist nur das Problem, jetzt komme ich auch nicht mehr hier hoch. Marbis und Stream habe ich schon, aber das habe ich noch nicht. Ich mach den ganzen Müll, den ich eingesammelt, weg. Noch nicht in der Gruppe ausgetestet. Welcher Richtung befindet ihr euch denn? Richtung Wasser, Richtung blauer Dingsbums da vorne. Wir befinden uns in Nord. Wenn du weißt. Au! Raptor! Versuche irgendwo euch zu finden. Pass auf, du musst den Raptor angreifen, weil das Krokodil wehrt sich nicht. Ja, ich weiß. Das kriege ich hin. Let's go. Ich kann doch wieder hüpfen. Was nehmen? Ey, nicht mich beißen. Also wir können es auf jeden Fall mal zusammen spielen, das Spiel, Marbis on Stream. Wir können das mal zum Beispiel, um irgendwas zu verlosen oder so. Fallen gelassen. Was hast du? Was wird denn da die ganze Zeit angegriffen, mein Gott? Was haust du hier alles weg? Das ist ein Wildschwein. Wer? Irgendwas die ganze Zeit was an. So, jetzt gehen wir jetzt aber hier. Komm, du kommst mit raus jetzt, Kumpi. Das Blöde ist, dass man nicht sieht, wo die anderen sind. Raptor, komm her! Hilfe, ich glitsche fest! Angeblich soll man Marker setzen können. Geh weg! Gott ey! Ich bin in dem festgeglitscht und lag auf einmal schräg. Ich konnte nichts machen. Was? Territorium-Zertifikat? Mann! Hast du besiegt? Ja. Wie kommt K-R-O-K
K-R-K-O jetzt da raus. Der Befehl vorhin, glaube ich, deaktivieren. Es schwimmt ein Fisch. Leuchtfisch. Warte mal, guck mal, Befehl folgen aktivieren. Da hinten wird auch gegen was gekämpft. Ich glaube, da kommt. Ich glaube, da kommt jetzt. Ich weiß es gerade noch nicht. Wie kommt der da jetzt? Warte, ich setz mal den Folgeabstand auf Mittel, auf Klein, warte. Folgen. Aggression durchschalten. Wandern aktivieren. Folgedistanz auf. Die ist jetzt bestimmt auf Klein gesetzt, ne? Ach, da ist. Da. Da ist die Hexe. Müsstet ihr doch hier auch irgendwo sein. Welche Hexe? Komm hoch hier, oder? Ich mach jetzt. Das noch? So, ich denke, jetzt kommen wir raus hier. Hätte mir natürlich ein Sattel für das Ding, wäre es etwas einfacher, dass der rauskommt. Ja, du hast Ansprüche gerade. Du hast, der ist da eingeklemmt. Er hängt hier fest, Papa, das wird nichts. Ich baue gerade ab ringsrum. Ich reite den ohne Sattel. Au, mein Gott. So, ich hoffe, der kommt jetzt hier raus. Ich war mal auf das Kroko. Aua. Wenn ich euch endlich mal finde. Komm hier nicht mehr raus. Essen hat er ohne Ende. Soll ich es zu mir teleportieren, Markim? Ja, dann wäre ja noch einfacher, klar. Ja, toll, jetzt hängen wir beide hier fest. Schaff ich das hier? Ach, in der Höhle! Ja, wir sind gefangen, aber ich komme jetzt hier nicht raus, weil ich häng fest. Ich bin raus. Ich baue dir einen Weg. Hopp. Aber verletzt das Cookie nicht. Oder besser gesagt, K-R-K-O. Du bist ja auch schon K-R-K-O. Der bewegt sich keinen Millimeter, ne? Der bewegt sich nicht. Den müssen wir jetzt da drinnen lassen. Und dann müssen wir den Sattel bauen. Und dann muss ich den hier abholen. Wenn ich weggehe, kommt der? Der kommt nicht, oder? Da ist ja irgendwie eingezementiert, ist der. Der ist ja irgendwie einzementiert, einbetoniert oder so. Naja, das Problem hatte ich letztes Mal mit meinem Langhals 8. Kannst du irgendwie einen Sattel erlernen, Papa, für den Dino? Können wir den vielleicht? Ich hab den, ja. Ich brauch dafür aber Sachen. Ich müsste also quasi nach Hause fliegen und müsste die Sattel bauen. Was brauchst du denn? Ich brauche Chitin und Kupferbarren. Kupferbarren habt ihr bestimmt was dabei, aber Chitin brauche ich. Chitin, warte. Wie kann ich jetzt nochmal Sachen geben, Quitschi? Muss ich da extra handeln oder reicht's, wenn ich's abwerfe? Kannst du runterschmeißen. Wo ist er? Wo ist der Besen hier? An Chitin habe ich nichts. An Kupfer geht nicht. Nee, Chitin müssen wir aus Kupferplatten machen am Mörsel. Hier ist der Besen, Quitschi. Hallo, ihr werdet angegriffen. Viehzeug immer, ey. Instant. Zu dritt geht alles da viel schneller. Also Kroki guckt, aber bewegt sich halt nicht, ne? Kroki, ess mich Pfeifen. Auf! Ja, das ist eine Idee. Warte mal, ich mach die Treppe nochmal anders. Was, aufessen? Nee, wir essen den nicht auf. Der hängt was fest. Bekämpft es! Was denn? So. Das Wort hier greift dich an. Nö. Das ist halt gar nicht so einfach, hier aus so einem Tunnel rauszukommen. Ihr wohl geschafft. Ich bin ein Jump'n'Run. Ich bin zu schwer. Ja, dann werf doch einfach, was du willst, weg.
Millionen. 4 Millionen. Das mache ich auch Sachen. Immer einfach in den Müll werfen. Braucht man sowieso nicht mehr. Dann hauen wir mal das hier weg. Fallen lassen. Fallen lassen. Da ist lassen. Eine große Venus-Fliegenfalle direkt lassen. Über den Ding. Also theoretisch müsste der Ball hier hoch. Nicht angreifen. Warte mal. Der folgt mir ja auf kurze Distanz normalerweise. Okay. Sieht ein bisschen komisch da hinten aus. Reicht das hier ja. Als Treppe für das blöde Ding? Die Treppe müsste so reichen. Ich muss halt nur einen Sattel holen, weil der alleine hängt da unten fest. Nee, wenn du pfeifst, kommt er doch normalerweise. So, ja, warte, ich probiere das gleich. Ich müsste aber pfeifen. Weil es ist eigentlich mein Ding, ohne. Du kannst es aber auch mal probieren. Ja, da ist ein Clown im Wasserstrahl. Was zur Hölle? Wie pfeift man mit Y oder X? T. Mit T? Ja. Ändere Zielentfernung vom Mittel? Nee. Mit T? Bei mir ist es Y. Okay, machen wir Y. H? T? Oh. So, nochmal. Krieg mich an dich heran. Was ist denn das hier? Folgedistanz ändern. Oh. Folgeabstand senken. Wow. Komm jetzt. Mag ihm folgen. Oh, der folgt dir. Ah, bewegt sich. Ja, er folgt dir. Du musst zu mir. Jetzt läuft er durch die Höhle durch. Jetzt kommt er ja, einfach raus. Da haben wir eine Treppe gebaut. Jetzt kommt er da. Der ist einfach hochgeklettert. Weißt du, wie das funktioniert? Du musst nachgucken. Und dann T drücken. So geht's bei mir. Das ist ein anderer Pfiff. Das ist ein anderer Pfiff als auf Y. Jetzt ist meiner. Ja, jetzt verstehe ich das. Okay, mit Y ist das was anderes. Papa, du kannst den. Mit Y ändert man den Folgeabstand. Folgt jetzt dir oder mir? Dir. Wofür haben wir jetzt diesen ganzen Schnarch gemacht, war? Diesen ganzen Schnarch. Jetzt kann der einfach. Okay, wir haben jetzt. Pass auf, wir haben jetzt einen Dino. Jetzt wisst ihr die Frage, Marki, kannst du den mit nach Hause nehmen? Ich kann es probieren. Weil ich suche jetzt noch so ein Krokodil. Ja, ihr dürft den Dino ruhig haben. Ich brauche. Aber pass auf, der wird angegriffen von Venusfliegenfall und alles. Am besten ist, du hast noch einen Begleiter, der dich beschützt. Ja, ich müsste erst einmal die Richtung wiederfinden. Daher. Ja, jetzt rechts rum. Also du müsstest jetzt quasi hier immer Richtung. Wenn du auf die Map guckst, siehst du ja, wo unsere ganzen Dinos stehen. Ja, ja. Aber mir wird irgendwas angegriffen. Das bin ich. Ach so. Ich habe immer Angst, wenn ich diese Musik höre und dann denke ich, dass irgendwas auf mich zukommt. Komm nicht ran, diese dumme Pflanze. Komme. Habt ihr die? Sollen wir den Dino auf neutral stellen? Da hinten schießt noch eine! Los, G schnell. Steht für gönnen. Ich weich aus. Da ist noch ein Krokodil unten, Papa. Fall da nicht rein. Hast du sie? Soll ich helfen? Ja. Okay. Da ist noch ein Krokodil unten, Papa. Den gönn ich. Das ist der, den ich vorhin schon mal angegriffen hatte. Den Kroko holen wir uns jetzt noch.